Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Abonnenten. Ich bin's wieder, euer Robert, und wir machen hier weiter mit dem Hunting Simulator. Die erste Frage, die ich erstmal beantworten muss: Warum steht da Instant Gaming und warum laufen da unten links die Social Networks durch? Guckt einfach da mal die letzte oder vorletzte Folge von Call of the Wild, von dem Let's Play, da erkläre ich das. Ihr kann das Video auch dann gerne nochmal verlinken oder so. Also, kann das ja auch nochmal sagen, also das Instant Gaming, das ist halt mein offizieller Partner bei Twitch. Und ich habe mir gedacht, wenn das mein offizieller Partner bei Twitch ist, warum kann er das denn nicht auch auf YouTube sein? Und somit habe ich das dann gemacht. Und diese Links, die da unten durchlaufen, diese Einblendung, sind halt einfach nur die Links, wo ihr uns finden könnt. Oder mich. Auf Twitch, auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube sind wir ja hier gerade. Twitter, Instagram habe ich glaube ich nicht drin, weil ich da auch nicht so passiv, so aktiv bin. Und ja, seht ihr ja selber. So, dann starten wir mal. Und dann geht das los. Und dann geht das los. Ich hatte bei der Folge auf PC, hatte ich oben noch diesen Text drin, den ihr jetzt gerade gleich seht. Zack, Dauerwerbesendung. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, weil ich ja so gesehen dafür werbe. Genau, der Merchandise-Shop ist auch drin verlinkt. Deswegen lasse ich das Dauerwerbesendung einfach mal oben drin. Falls mir da irgendeiner rechtlich auf den Kopf scheißen kann, habe ich das jetzt drin und dann passt das. So, wir sollen Gabelböcke suchen. Gucken wir mal, ob wir welche finden. Das sind Füchse oder Kojoten. Ist das nicht schon Gabelbock? Nee. So, das ist immer mein Spezialmove, den ich mache. Weil damit sehe ich nämlich alles auf der Karte. Und, ja. Wir laufen einfach mal hier lang. Und wenn wir die erste Spur haben, dann wird uns ja sowieso das Gebiet gekennzeichnet, wo wir hin müssen. Und ab da kann uns dann sowieso nichts mehr passieren. Weil ich dann ungefähr weiß, wo ich hin muss. Und das haben wir doch gefunden. Das ist genau da. Zack, haben wir fast genau die Mitte erwischt. Das sind Fasane, okay. Die will ich jetzt aber nicht unbedingt holen. Ja, Freunde, ich merke natürlich, dass Call of the Wild, wie gesagt, schon richtig gut bei euch ankommt. Wo ich natürlich gedacht habe, dass das genau andersrum ist, dass Call of the Wild gut ankommt und das scheiße, aber oh, freut mich auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall, freut mich auf jeden Fall. Also wie ich schon in der Folge von Dings gesagt habe, von Call of the Wild. Wenn ihr gerne mal bei uns im Livestream vorbeischauen wollt, also die Links sind alle unter den Videos. Da könnt ihr uns auch dann überall finden. Oder warum sage ich immer uns? Ich meine mich natürlich. Streamzeiten sind auch immer im Stream unten in der Beschreibung verlinkt, wann ich streame. Kann ich euch auch gerne noch mal sagen, das ist montags, mittwochs und samstags. An den anderen Tagen streamen ja die anderen Jungs, so wie Ronny, Sali und ja, Daniel streamt ja mittlerweile nicht mehr, der hat keine Lust mehr. Waren das Gabelböcke? Auch bitte nicht. Seh zu mit deiner Kackausdauer, Mann. Lauf doch mal, Mensch. Wenigstens schon mal einholen hier. Ich weiß, ich schieße wieder wie der erste Mensch, Freunde. Tut mir leid. So. Gabelbock? Nö.
Die sind weg. Da war ich wieder zu gierig. Da tut mir aber auf jeden Fall leid, Freunde. Aber den anderen kriegen wir auch noch. Muss mal gerade nur mal gucken, wo er liegt. Ja, er liegt genau da hinten irgendwo. Habe ich natürlich nicht gesehen, dass genau da hinter dem Berg einer liegt. Komm, den nehmen wir uns auch noch mit. Scheiß drauf. Und das war zu weit unten. Das war zu weit unten. Also Freunde, falls sich die Qualität auch wieder ein bisschen verändert hat, ich nehme das Ganze jetzt gerade über OBS auf, weil ich da auch die Einblendung machen kann. Könnte ich natürlich hinterher mit dem Schneidprogramm auch machen, aber naja, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen jetzt. So, bau noch einen Gabelbock. Kriegen wir den noch? Bestimmt, wa? Was ein Fasan, den will ich nicht haben. Hier haben wir dann den ersten Gabelbock. Ich brauche sogar drei. Holy shit. Ja, Freunde, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde hier wohl einen Cut machen. Weil ich jetzt erstmal gucken muss, wo ich die anderen finde. Das wird, glaube ich, gar nicht mal so einfach, Freunde. Und falls ihr irgendwie ein Schnarren oder sowas hört, das tut mir dann auf jeden Fall leid. Was ist das? Maultierhirsch. Fasane. Noch ein Maultierhirsch. Tja. Jetzt habe ich natürlich die anderen zwei Gabelböcke verscheucht, ich Idiot. Weiß natürlich auch nicht, wo die hin sind und sonstiges. Aber naja, vielleicht finden wir sie wieder. Einen haben wir ja schon mal. Aber ich lasse die Aufnahme auch einfach laufen, das ist egal. Das macht schon nichts. Oder es dauert zu lange, wenn ich jetzt nichts finde, dann müssen wir einen Cut machen, weil sonst suchen wir hier noch jetzt 20 Minuten einen Tee und das kommt nicht so gut. Wieder ein Maultierhirsch. Na Freunde, ich werde hier einen Cut machen und hole euch dazu, sobald ich die anderen gefunden habe. Bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder und da steht noch ein Gabelbock. Den habe ich ganz zufällig gesehen. Ah ja, natürlich. So. Der liegt wunderbar. Dann sollte hier vielleicht irgendwo gleich noch einer sein. Kann aber nichts sehen. Was ist das? Das ist ein Rotfuchs. Da liegt der. Da ist noch einer. Ist das ein Bock? Oder was ist das? Maultierhirsch. Ach komm, den nehmen wir mit oder wann? So.
Den haben wir auch, wunderbar. Dann sammle ich die schnell ein und dann suchen wir den letzten noch und dann haben wir die Mission auch gepackt. Wenn ich den letzten noch finden sollte, Freunde, aber ich denke, man hat es kein Problem. Ich glaube, das, was uns da hinten entdeckt hat, war wohl der Fuchs. So, wo lag jetzt der Gabelbock? Wo hatten wir den denn nur geschossen? Ach, da liegt er da. So, dann holen wir uns noch den Maultierhirsch. Das ist der hier. So, vielleicht ist das hier hinter dem Berg sogar schon der Gabelbock. Kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber ich hoffe es doch mal. Ansonsten schaltet noch mal raus und schaltet dann noch mal rein, wenn wir den letzten auch noch haben. Weiß man ja immer nicht genau, was hier wo sitzt. Aber sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwo ein Gabelbock ist. Nö, hier ist gar nichts. Kommt noch der Fuchs. Ja, Freunde. Was ist das da hin? Ach, das sind Tannen. So, Freunde, ich bin vor allen Dingen Tannen. Ihr wisst, was ich meinte, ne? Bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt den letzten Gabelbock noch entdeckt. Den ballern wir jetzt voll einen auf den Koffer. Geht das auch noch los. Ja? Und dann haben wir es geschafft. Jawohl, wir haben es geschafft, Freunde. Also die Mission müsst ihr euch ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen im Kreis laufen, so habe ich das eben gemacht. Und dann ist das auch relativ einfach. Ja gut, was heißt einfach, musst du auch ein bisschen suchen, aber was haben wir denn? Startzeit war? Weiß ich gar nicht mehr. Was ist denn jetzt der Gabelbock, Mensch? Ach, da liegt er. Wunderbar. Na gut, wir haben natürlich den amerikanischen Hasen nicht geschafft, aber na gut, Freunde, das soll es dann auch von der Folge gewesen sein. In der nächsten Folge geht es dann weiter und ja, bis denn dann, Freunde, haut rein, tschüss.